Ja, es wird. Lieber. Einfach wieder ausprobieren. Vielleicht mit dem. Nee, kein Plan. Katze. Vielleicht mit dem brecheisenen Typen hochheben. Puh, scheiße, ich wäre fast draufgegangen. So, jetzt bist du in Sicherheit. Mann, keine Ahnung, wer du bist, aber danke, echt, vielen Dank. Ach komm, es war doch gar nichts. Nichts? Ich wär fast erstickt. Ich schulde dir was, Mann. Sag mir, was ich für dich tun kann. Irgendwas. Brauchst du? Nee, danke. Probier's mir abzugewöhnen. Ach echt? Hab's ein paar Mal probiert, aber die kleinen Scheißer lassen meinem keine Ruhe. Hör zu, wir machen's so. Ich kontrolliere hier drin den Verkehr von Nikotinkaugummis. Das ist das Einzige, an das Lisi nicht selbst drankommt. Also kriegt er's von mir. Aber wenn du welches brauchst, kriegst du's. Hier, nimm. Alles deins. Übrigens, ich bin Karl. Obwohl mich alle Mr. Touchdown nennen. So, hier deine erste Packung. Oh, danke. Ich bin Randall und du musst das nicht machen. Hab doch nur... Das ist ja wohl das Mindeste, nachdem du mir das Leben gerettet hast. Weißt du was? Ich werde jetzt Nikotinkaugummis nur noch exklusiv an dich liefern. Ich schreib's mir ins Auftragsbuch. Ehrlich, ich bin hier nur vorbeigekommen und... Ich schick dir jeden Morgen eine Packung in die Zelle. Lass es dir schmecken, Mann. Wow. Danke. Ich mache auch leckeren selbstgebrannten. Na, schau mal ins Waschbecken. Willst du probieren? Na los. Ich mach mir nicht das selbstgebrannten. Glaub mir, Kumpel, sowas hast du noch nie probiert. Verglichen damit schmeckt Pruno wie Rattenpisse. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, Pruno hat immer was von Rattenpisse im Abgang. Egal. Was ich sagen will, mein Schnaps ist allererste Sahne. Nach den striktesten hygienischen Vorschriften fermentiert und er schmeckt gut. Eine Menge von den Tunden hier drin sagen, er ist reinstes Gift. Nur weil er wie Gift schmeckt. Aber du sagtest doch, er schmeckt super. Ja, wie Gift. Aber das ist nur der Geschmack. Wenn du fliegen willst, gibt's nichts Besseres. Der ist sogar so gut, dass ich mir den patentieren lassen will und nach draußen verkaufen. Hast du schon über Namen nachgedacht? Irgendjemand hat behauptet, dass er ihn an einen anderen Drink erinnert. Grog. Echt? Kann dein Schnaps Metall zum Schmelzen bringen? Tja, ein paar Jungs sagten ab und zu ist mal ein Loch in der Tasse. Dachte ich mir. Tja, dann nenn das Zeug doch einfach Grog. Weiß nicht, hab ich noch nicht entschieden. Also, was kann ich sonst noch für dich tun? Naja, eigentlich nicht. Jedenfalls nicht im Moment. Okay, dann bis später. Kann ich auch in die Flasche Schnaps füllen? Das Waschbecken ist echt winzig. Schade. Wenn du das für eine gute... Oh, weißt du, warum kann man so einen Schlauch nicht mit einer Flasche mit einem Loch oder so kombinieren, wisst ihr? Karl. Ich glaube, der kann mir gerade... Der sieht... So, mehr hat er hier nicht, ne? Nee. Kissen ohne Bezug, Karl und Betten, alles klar. Dann würde ich sagen, biete ich Sleazy mal Nico... Oh, warte mal, kann ich nicht einfach selbst kommen? Das ist das Kaugummi, das... Nee. Biete ich Sleazy mal Nikotinkaugummi an? Das gebe ich doch nicht dem Erstbesten. Es könnte einem hier drin echt weiterhelfen. Verdammt. Kann ich... Warte mal. Entschuldigung, treib. Das stimmt. Das klebe ich hier nicht hin. Okay. Hey, da war... Entschuldigung, treib. Warte mal. Das stimmt. Okay, nein. Sieh dir...
Ja, da habe ich auch nichts mehr zu tun, glaube ich. Das ist das Kaugummi, das mir Karl... Nikotin-Kaugummi. Super. Ich habe das Loch im Glas geflickt. Ich denke zu kompliziert. Alles klar, okay. Alles klar. Okay. Einfach nur das, okay. Was? Warum? Ey. Ich glaube, der... Okay. Kann ich dem Typen draußen das jetzt irgendwie ins Essen kippen oder so? Irgendwas muss ich doch mit dem machen können, oder? Aber jetzt mal im Ernst. Irgendwas irgendwie bereut. Weiß nicht. Entschuldigung. Treib. Da stimmt. Hey, da war ja gar keiner. Habe ich wohl halluziniert. Kids, ich glaube, mir reicht's mit dem Scheiß. Oh, mein Magen. Was ist das für eine rosa Flüssigkeit? Für meinen Magen. Das Baby hier hat mir schon öfters das Leben gerettet. Kann ich's mal ausborgen? Verpiss dich, Grünschnabel! Nee. Denk nicht mal dran. Ich brauch das. Okay, okay. Dem Typ geht ja wohl... Kann ich wieder was abfüllen? Glaub nicht. Das... Okay. Jetzt der Katze das Essen geben? Maybe? Ich will mich nicht mit der Teufel... Okay, vielleicht... Den Papageien, sag ich schon, der Krähe? Ich kann ja bestimmt noch mal hier, ne? Ja. Der Krähe Essen anbieten. Ich glaub nicht, dass Krähen sowas fressen. Oder kann ich das vielleicht den Wespen vorlegen oder so? Könnte natürlich sein, ne? Probieren wir es einfach mal. So, da unten hinstellen halt. Es gibt... Oder Wespen. Das wird keine Wespe erschrecken, die was auf sich hält. Kann ich da unten vielleicht eigentlich Blätter hinlegen, um es zu verdecken? Ja. Eher nicht. Da ist trockenes Laub drin. Kann ich da jetzt irgendwas... Es gibt... Okay, schade, da ist nichts mehr. Ich kann nochmal Laub mitnehmen. Nee. Glaub nicht, dass... Okay, kann ich den Schlauch... Wenn du das... Nee. Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Aber nur, weil so ein scheiß Wurm drin war. Oh, what? Oh, what? Oh, ich denke zu kompliziert. Warum? Das kann doch nicht sein. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Sag danke, Jake. Glauben Sie, der Vogel hat sich's überlegt? Was meinst du, Jake? Please. Sollen wir ihm das Buch geben? Ich glaube, Jake mag dich. Hier, ja! Du kannst das Buch haben. Und oh denk Gott! Dran, Ball flach halten. Wir haben endlich ein Kackbuch. Danke, Brooks. Werd's versuchen. Pferdekuchen? Was soll denn das sein?
3 Viertel Teelöffel rosa Wismut. 4 Becher Dünger. Ein Stück Seife, 6 Becher Phosphor, 1 halber Becher Frittierfett. Wir mischen sie. Oh Gott. Das ist. Kann ich mir nochmal. Moment. Becher Frittierfett, ja. Phosphor, Stück Seife. Hier ist doch Dings drin, oder nicht? Aus dem Topf, da brauche ich. Doch. Hey. Hier ist einmal was und hier ist einmal was. Ha, okay. Es gibt. Gut. Dim. So, warte mal, wir haben ja hier schon mal, ne? Aha. Jetzt ist sie voll mit üblem Fusel. Dünger. Phosphor. Momentan brauch nur ein Stück Seife, wenn Sie mich also entschuldigen. Ein Stück Seife? Da drin findest du mit Sicherheit keins. Es gibt keine Seife im Duschraum? Nein, es gab da in der Vergangenheit Probleme. Verstehe. Stinken deshalb alle hier drin so? Ne, weiß ich nicht. Aber Seife findest du nur an einem Ort. Im Loch. Oh Gott, das ist ja ekelhaft. Im Loch? Es geht hier doch um das Rektum von irgendjemanden, oder? Das hat man oft damit verglichen. Aber in Wirklichkeit ist das die Zelle für die Schlimmsten der Schlimmen. Sonst gibt's aber nirgendwo Seife. Okay. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich muss dieses Loch sehen. Können Sie mir da helfen? Was? Können Sie mit Ihrem Einfluss nicht erwirken, dass ich da reingesteckt werde? Warum sollte jemand da freiwillig rein wollen? Ich mein's ernst. Weil ich Seife brauch. Können Sie mir das Loch nicht wenigstens einen Moment lang zeigen? Glaub mir, da willst du nicht hin. Also sind wir doch keine guten Freunde, was, Murray? Was muss ich machen, dass ich in dieses Loch komme? Ich sag ja, du musst was wirklich Schlimmes machen. Weißt du, hier gibt's ein paar strenge Regeln. Und wenn du einige von denen missachtest, dann wirst du ruckzuck ins Loch gesteckt. Sowas wie Drogenhandel, nächtliches Singen, gewalttätige Handlungen, FKK an nicht ausgewiesenen Stellen. Aber wenn du meinen Rat willst, machst du lieber keinen Ärger. Okay, ich versuche mir das zu merken. Danke für die Info, Murray. Sie kriegen auch was Schönes zum Geburtstag. Murray, Sie sind hässlich. Reicht das? Ich weiß, dass du das nicht so meinst, Junge. Mir ist voll auf bewusst, wie gut ich aussehe. Ja, blöder sexy Murray. Blöder sexy Murray. Das würde. Tut mir leid, mein Freund. Autsch! Das war nicht sehr schlau, Junge. Du hast dir gerade einen All-Inclusive-Aufenthalt im Loch verdient. Ja. Nice. Die meisten Frischlinge werden in der ersten Nacht fast wahnsinnig. Irgendeiner bricht immer heulend zusammen. Das passiert jedes Mal. Die Frage ist nur, wer wird es sein? Man kann darauf Wetten abschließen, wie auf vieles andere auch. Ich hatte mein Geld auf Randy Hicks gesetzt. Okay, das ist also das berühmte Loch. Okay. Schritt Nummer 1, ein Stück Seife finden. Schritt Nummer 2, schnell raus aus diesem Scheißloch. Schritt Nummer 3, heim zum lieben Marconi. Mein Gott, hätte nie gedacht, dass ich den stinkenden alten Arsch mal vermissen würde. Wand und verschmutzte Wand. Ist nur ein Eimer mit Wasser drin. Und so wie es aussieht, auch mein Klo.
Nee, ich muss gerade nicht. Er ist zwar vollgesaugt, riecht aber gar nicht mal so übel. Ich hoffe, das ist Wasser. Bitte, mach, dass es Wasser ist. Da ist ein Loch im Loch. Und ich würde sagen, da lebt was drin. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Ich fütter das Viech, das da drin lebt, nicht. Warum nicht? Was bald? Da muss nicht. Laub. Ich fütter das Viech. Wenn du das für. Die Wand ist ganz schön dreckig. Ah, doch nicht mit bloßen Händen. Die Wand hier ist nicht so dreckig wie die andere. Ich bin noch nicht im die Wand mit Fäusten bearbeiten Stadium. Aber das kommt sicher noch. Sauber machen? Hey, da steht was unter dem ganzen Dreck geschrieben. Da steht, ich habe noch nie Berlin gesehen, weder vom Boden noch aus der Luft. Und beides will ich noch tun, ehe der Krieg zu Ende ist. Jetzt ist die Wand zwar etwas sauber, aber ich fasse sie trotzdem nicht an. Es wird nicht... Hä? Nee. Ist schon ganz vollgesaugt. Dir kann ich vielleicht... Was kann ich da machen? Das? 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 Und dann kann ich das eigentlich auch? Das mach... Okay. Schade. Das? Das? Machen. Das? Das? Tür, Schlitz. Eine verstärkte Tür. Schätze, die schauen hier ab und zu mal nach mir. Ist schon offen. Hallo? Ist da jemand? Hört mich denn keiner? Hallo? Hallo? Ruhe, Gefangener. Hör auf zu schreien. Murray? Halt die Klappe. Was soll der Aufstand? Ich erahne ein gerüttelt Maß an Ablehnung in Ihrer Stimme, Murray. Meine Sympathie für dich hat sich in dem Moment verflüchtigt, als du mir die Flasche über den Kopf gezogen hast. Ach, kommen Sie, Murray. Seien Sie nicht so. Das war eine Ausnahme. Das passiert nie wieder. Ich schwör's. Natürlich nicht. Das Loch wird dich schon zur Vernunft bringen. Wie bitte? Nach einer Weile da drin lernt man benehmen. Was genau heißt denn eine Weile? Eine ganz schön lange Zeit. Dein Vergehen war schwerwiegend. Das Loch wird dir Manieren beibringen. Murray, hier drin stinkt's. Das Loch wird nicht geputzt. Ach so. Und was sagt die Gewerbeaufsicht dazu? Naja. Das Loch. Soll mir das Angst machen, dass Sie immer das Loch sagen? Dir ist noch gar nicht klar, in was für Schwierigkeiten du steckst. Du steckst im Loch. Nichts wird sein wie vorher. Leute kommen da rein und das Loch zerstört ihre Seelen. Du hättest keinen Ärger machen sollen. Okay. Okay. Tut mir leid, ich habe jemanden auf der anderen Leitung. Na klar. Konversation machen wir beim nächsten Mal, Leute, denn ich will jetzt erstmal den Part beenden. Beziehungsweise die Aufnahmesession, weil es ist jetzt schon wieder eine Stunde, 5 Minuten, 6 Minuten rum. Und nicht, dass ihr die Aufnahme abkackt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet die Aufnahmesession, die Parts, meine ich, so, ne, alle. Wisst ihr Bescheid? Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!